Hallo, liebe Schüler und Studenten der Breha Kerpen. Um unseren Facebook-Channel ein wenig interessanter zu gestalten, werden wir in Zukunft eventuell einige Videos hier reinstellen, die vielleicht den Unterricht, einige Techniken, Ausschlusstests, anatomische Strukturen euch ein bisschen näher bringen. Ich fange heute mal an mit der segmentalen Verschaltung eines Rückenmarksegments. Schematisch ist das Ganze einmal angezeichnet. Ich zeige euch kurz, wo wir uns befinden zur Orientierung. Wir haben hier einen Querschnitt durch das Rückenmark. Wir befinden uns hier im Hinterhorn, sensibel. Wir befinden uns hier im Vorderhorn, motorisch. Wir haben hier die Radix anterior laufen. Hier oben haben wir die Radix posterior verlaufen. Radix bedeutet Wurzel. Diese beiden Wurzeln verbinden sich zusammen zu dem sogenannten Nervus spinalis, dem Spinalnerven. Das Ganze geht erstmal weiter in einen Ramus ventralis und in einen Ramus dorsalis. Das ist einmal der vordere Ast und einmal der hintere Ast. Was wir hier sehen, ist das ganze Vegetative, das in dem Segment verschaltet wird. Wir befinden uns hier auf Höhe des Grenzstrangganglions, paravertebral der Wirbelsäule, haben hier die beiden Nervenfasern, mit denen das Grenzstrangganglion mit dem Segment quasi kommunizieren kann. Einmal den Ramus communicans griseus, das ist der graue Nerv, griseus bedeutet grau, und einmal der Ramus communicans albus. Albus bedeutet weiß. Ihr kennt das sicher von der Linie alba auf dem Bauch, das ist auch die weiße Linie. Das Ganze geht weiter noch hier unten. Hier finden wir den Nervus splanchnicus, das ist ein Nerv, der führt vegetative Fasern zu den Organen, sprich zur Leber, zum Magen oder zum Darm. Hier oben als letztes finden wir den Ramus meningeus. Der Ramus meningeus führt von den Rückenmarkshäuten, sprich von der Dura Mater, die wir kennen, die das Gehirn umhüllt, und das Rückenmark bis runter Bahnen, die wiederum im Hinterhorn enden. Ich werde jetzt mal anfangen, das Ganze einzuzeichnen, welche Fasern in welches Organ münden und wie diese Verläufe funktionieren. Ich fange mit dem einfachsten an. Hier rot dargestellt, zwei rote Punkte. Und zwar sind das die Fasern, die aus dem Vorderhorn austreten und die motorische Qualität führen. Die erste Faser verlässt das motorische Vorderhorn, tritt durch diesen Punkt, zu dem ich gleich nochmal zu sprechen komme. Ab hier nennt sich das Ganze Spinalnerv, läuft weiter durch den Ramus ventralis und innerviert die bauchseitige Körperhälfte sowie die Extremitäten motorisch. Als nächstes führen wir eine Faser durch den Spinalnerven in den Ramus dorsalis und enden motorisch auf der autochthonen Rückenmuskulatur, paravertebral der Wirbelsäule. Somit haben wir die beiden motorischen Äste quasi schon abgedeckt. Wir haben einmal die Rückenmuskulatur und den dazugehörigen Bereich der Wirbelsäule abgedeckt, sowie die Extremitäten und die bauchseitige Körperwand. Das nächste, was wir einzeichnen, sind die Bahnen, die von diesen beiden genannten Bereichen wiederum zurückführen. Ich wähle dazu blau. Wir haben einmal Fasern, afferente Fasern, die also zum Zentrum hinführen, aus der Peripherie, sprich von der Haut über der autochthonen Rückenmuskulatur und über der Wirbelsäule, die durch den Ramus dorsalis zurückführen, durch den Spinalnerven oder durch dieses Stück führen, welches man Spinalnerv nennt, diesmal in die Radix posterior, durch das pseudo-unipolare Spinalganglion und die im sensiblen Hinterhorn enden. Als nächstes brauchen wir noch Informationen, die aus der Peripherie und von der Vorderseite des Körpers im Hinterhorn enden.
Wir schicken eine aufsteigende Faser durch den Ramus ventralis hindurch, vereinigen sich im Spinalnerven, gehen durch das pseudo-unipolare Spinalganglion hindurch und enden wiederum im Rückenmark. Die nächste Afferenz, welche wir bekommen, sprich was aus der Peripherie nach zentral geleitet wird, sind sensible Informationen von der eben genannten Dura Mater, die das Gehirn und das Rückenmark umhüllt. Wir führen eine afferente Faser durch den Ramus meningeus, weiter in die Radix posterior, durch das pseudo-unipolare Spinalganglion und enden wiederum im sensiblen Hinterhorn. Eine letzte afferente Faser, also eine aufsteigende Information, die nach zentral geleitet wird, schicken wir nun aus den Organen zurück. Diesmal grün dargestellt. Wir stellen uns vor, wir starten hier in einem Organ und schicken eine sensible Information nach zentral. Diese startet in dem Organ, läuft durch den Nervus splanchnicus hindurch, durch den Ramus communicans griseus, durch den sogenannten Spinalnerven und den Spinalkanal, durch das pseudo-unipolare Spinalganglion und endete wiederum im sensiblen Hinterhorn. Somit haben wir Sensibilität bzw. Somatosensibilität und hier unten Viszerosensibilität, also auf das Organ bezogen, abgedeckt. Was uns jetzt noch fehlt als letztes, ist die Vegetation, also das Vegetative. In der Peripherie bedeutet vegetativ Pseudovasopilomotorik, also das Schwitzen, das Aufstellen der Härchen der Haut und die Gefäßerweiterung bzw. die Gefäßverengung, die Vasokonstriktion und Vasodilatation. Wie man hier sehen kann, haben wir nun ein sogenanntes Seitenhorn. Ich habe hier drunter geschrieben vegetativ. In diesem Seitenhorn befinden sich Bereiche, die vegetative Information, vegetative Efferenzen aussenden. Die einfachste, oder die nicht die einfachste, die erste, läuft durch das Vorderhorn hindurch, durch den Spinalnerven, durch den Ramus communicans albus hindurch, weiter unverschaltet in das nächste spinale Ganglion. Das heißt, wir haben neben der Wirbelsäule spinale Ganglien sitzen, wodurch diese vegetative Information eine Etage tiefer tritt und dann findet ein Vorgang statt, den ich jetzt hier gleich auf Höhe dieses Spinalganglions erkläre. Stellt euch vor, diese Information geht weiter und macht hier unten im nächsten Abschnitt genau das, was jetzt als nächstes folgt. Und zwar geht diese Information wiederum durch das Vorderhorn hindurch, durch die Radix anterior, durch den Spinalnerven, durch den Ramus communicans albus und wird nun hier verschaltet. Verschaltet heißt in dem Falle, dass eine Umschlagstelle stattfindet. Und jetzt passiert Folgendes. Einmal wird das Ganze hier verschaltet und wir schicken eine Information von zentral nach peripher an ein Organ. Beispielsweise eine vegetative Information an ein Organ wäre an den Magen, er solle sich kontrahieren. Die nächste Information, die vegetativ weitergeschickt wird, die verschaltet worden ist vorher, schicken wir wiederum nach oben durch den Ramus communicans griseus, schicken sie weiter durch den Ramus ventralis. Und das Ganze endet an der Vorderseite des Körpers bzw. in der Extremität und da findet wieder Vaso-, Pseudo- und Pilomotorik statt. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, was jetzt als letztes folgt. Der nächste Punkt, der hier verschaltet wird, geht wiederum hoch durch den Ramus communicans griseus, den grauen Rahmen, und wir schicken das Ganze auf die Reise Richtung Rücken. Einmal hindurch in die Haut, welche sich über der Wirbelsäule
paravertebral im Bereich der autochthonen Rückenmuskulatur befindet. Und hier findet wiederum Vaso, Sudo und Pilomotorik statt. Wie ihr jetzt schön seht auf dem Bild, kann man feststellen, dass in diesem Bereich, welchen wir Spinalnerven nennen, sowohl afferente als auch efferente, als auch somatische und viszerale Nervenfasern oder Nervenfaserqualitäten laufen. Das heißt, das ist ein gemischter Nerv. Dieser Nerv wird erst hier in diesem Bereich und hier in diesem Bereich rein sensibel und hier rein motorisch. Viszerosensibel, somatosensibel, somatomotorisch und viszeromotorisch. Gut, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen klarer machen. Das war jetzt quasi das erste Video, welches vielleicht den Anfang einer kleinen Reihe bildet. Wenn ihr weitere Videos haben wollt zu Ausschlusstests, Provokationstests, Techniken aus der manuellen Therapie, PNF, Bobart, was auch immer, postet das vielleicht unter das Video und ich würde mich freuen vielleicht für eine kleine Rückmeldung und sage erstmal viel Spaß beim Lernen.